Wenn es nicht bald wochenlang regnet, wird der Neusiedlersee wahrscheinlich schon in diesem Sommer so seicht, dass viele traditionelle Sportarten nicht möglich sein werden. Denn schon jetzt im Winter ist der Wasserstand sehr niedrig. Da haben wir jetzt eine Wassertiefe von ungefähr 30 cm, wo wir gerade fahren. Früher, da hatten wir ungefähr 1,20 Meter Wassertiefe. Das ändert sich natürlich rasch durch diese permanente Umlagerung vom Schlamm am Untergrund. Ohne ausreichend Niederschlag bringen daher alle technischen Maßnahmen wie Schlammbaggern oder eine künstliche Wasserzufuhr aus anderen Flüssen relativ wenig. Wie aber sollen sich Gemeinden, Wirtschaft und Tourismus darauf einstellen? Ja, die Tourismusgemeinden, die tun sich momentan noch schwer, mit so veränderten Rahmenbedingungen zu leben, weil ja die touristische Nutzung, das ist eingespielt. Da kennt man sich aus, wenn plötzlich das Wasser fehlt, dann wird sich halt auch der Tourismus ändern. Dann werden sich auch die Einkommenssituationen in den Gemeinden ändern. Und ich glaube, dass man da auch sehr viel Kreativität beweisen muss. Es braucht also ein neues Denken und eine langfristige Strategie, die das gesamte Ökosystem im Zentrum hat. Es gilt doch zu erkennen, dass wir hier nicht eine Badewanne haben oder ein Schwimmbecken, sondern das ist ein riesen Ökosystem mit einer unheimlich reichen Vielfalt an Flora und Fauna. Und die ist quasi die Attraktivität. Dieses Ökosystem ist die Attraktivität. Deshalb kommen die Leute her und wollen sich das anschauen.